I'm sick of the small talk, faking the laughter. But let's take a picture, let the world see, let the world know that I've met them all. I'm sick. Ja, zur Musik gekommen. Ich würde sagen, die Musik ist zu mir gekommen. Also ich singe schon, seit ich ein kleines Kind bin. Ich kann mich das mal erinnern. Ich summe immer schon rum und habe dann diverse Projekte auch schon durchprobiert, bis ich dann bei meiner Musik KT quasi gelandet bin. Kann man, glaube ich, ziemlich klar einordnen in englischsprachiger Popmusik. Kurz und knackig. Mein größtes musikalisches Vorbild ist die Jessie J. Ich finde, die hat einfach eine Mörderstimme. Sie ist einfach so the queen of voice, kann man sagen. Und zu ihrer Musik habe ich ganz, ganz viel geübt und habe immer geschaut, okay, komme ich da auch noch diesen Ton rauf? Geht das? Ich will, ja, genau. Also die Jessie J ist auf alle Fälle mein größtes Vorbild. Ich habe mittlerweile 6 Singles veröffentlicht und meine 6. Single, Louder, ist gerade erst eben rausgekommen. Und genau, die wird jetzt gerade gespreadet. Ich war schon einige Mal im Ausland. Ich glaube, 3 Mal bis jetzt in London haben wir die Clubs bespielt. Zum Beispiel in Bedford. Das ist so eine Location, wo zum Beispiel Ed Sheeran seine Live-Platte auch aufgenommen hat. Und ja, diverse Clubs in England, in New York haben wir auch schon gespielt. Und ja, wir werden auch bald wieder nach London gehen. Das ist super, dort zu spielen. Das macht voll Spaß. Nächstes Jahr habe ich vor, dass ich mindestens 3 Singles veröffentliche. Yay! Und ganz viel live spiele. Also ich bin gerade dran am Booking und schaue, dass ich ganz, ganz viel live spiele mit Band. Zu zweit, zu dritt. Ja, große Pläne. Schauen wir mal, ob alles aufgeht, aber ich habe viel vor 2020. Um KT performen zu sehen mit ihren 2 Musikern. Yay! Und um diese schöne Atmosphäre hier in U zu genießen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Kommt vorbei.